Ja, hallo, guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich muss jetzt eigentlich total Panik machen, weil ich ganz viele Slides habe und weil mir Andreas gerade 6 Minuten geklaut hat. Ich habe heute Morgen auf dem Flug hierher schon 20 Slides rausgenommen, das heißt, ich habe nur noch 120. Beginnen wir mal. Ach, anstecken wäre besser, oder? Ihr müsst euch dann denken, was ich da für Slides habe. Ah, da sind wir. Ja, hallo, guten Morgen. Mich freut es, dass ich hier sein darf. Und ich muss mich tatsächlich so ein bisschen beeilen, aber es gab so viele Dinge, die irgendwie nützlich und interessant waren. Ich konnte die nicht weiter zusammenstreichen. Das wäre mir zu schade geworden. Warum mache ich den Talk hier? Da gibt es eine kleine Vorgeschichte. Wir haben vor 4 Monaten, 5 Monaten einen Artikel im Blog gehabt, warum wir keine Titelpositionen mehr haben. Und ganz viele Leute haben den durchgelesen und so kommentiert. Und unter anderem haben die Leute dann unten dran kommentiert, ganz viele Leute haben gesagt, das ist ja spannend, interessant, warum macht ihr das? Manche Leute haben aber auch gesagt, ey, eigentlich, die Mitarbeiter wollen das doch gar nicht. Andere haben gesagt, nee, du musst doch in der Firma Lenker und Entscheider haben, damit das funktioniert. Wieder andere haben gesagt, ja, aber die brauchen noch Titel und Karriere, weil die sind nur in der Mitte einer Leute, danach sind die wieder weg. Ja? Die brauchen doch irgendwie einen coolen Titel. Und was dahinter steht, ist, dass diese ganzen Kommentierer gedacht haben, da hat sich mal wieder so eine Geschäftsführung hingestellt und gedacht, jetzt machen wir mal agil. Ja? Dann einen erzählt, macht mal agil jetzt, wir sind das jetzt, weil wir haben in einem In-Flight-Magazine, CIO-Magazine gelesen, ist gut. Ja? Jetzt werde mal agil, Managemententscheidung. Tatsächlich lief das total anders. Tatsächlich lief das in der Zeit in etwa so. Wir haben ein Team, das war damals das Team von Sebastian Springer, das Allstars-Team, das hat einfach gesagt, wir machen das jetzt so. Also völlig für sich, völlig autark, haben die gesagt, wir haben jetzt keine Titel mehr, sondern wir wählen, wer was macht und machen das über Rollen. Dann haben die anderen Teams das auch gesehen, die haben das ganz viel in Confluence bei uns im Wiki diskutiert und einzelne Teams haben dann im gleichen Jahr noch gesagt, ja eigentlich wisst ihr, das im Team hat auch gar keinen Sinn, ich höre da mal mit auf. Ja? Und so eine Geschäftsführung, die stand daneben, hat so gedacht, okay, wenn ihr denkt, dass das gut ist, passt schon. 2012 hat mein Kollege Albrecht eine Unterschriftensammlung im Wiki gemacht, um mal so zu fühlen, wie ist denn das? Über alle Kollegen, das sind so etwa 70, wer braucht von euch seinen Titel und seine Rolle und seine Position so fest überhaupt noch? Und wer würde darauf verzichten? Und 85% haben gleich unterschrieben gesagt, nee, ich verzichte, das ist mir nicht so wichtig. Und dann lief das. Ja, dann passierten noch so andere Dinge. Irgendwann haben wir in München nur noch verteilte Rollen gehabt über das Team. Dann sind auch die Gehälter und Feedback so gemeinsam agil geworden und solche Dinge. Und 2015, alles was ich getan habe, war, ich habe da nochmal intern Wiki aufgeschrieben, was 2012 die Kollegen gemacht haben. Und die Kollegen haben dann gesagt, stell das mal online. Ja, und dann habe ich das verblockt. So viel zum Thema, die Geschäftsführung hat dann. Die Geschäftsführung hat es aufgeschrieben und verblockt. Die Grundannahme bei uns war, Änderung und Entscheidung entstehen organisch in allen Bereichen. Das haben wir so gedacht, dass es natürlich wäre. Oder AK, als ob die sowas machen würden, nur weil ich das will. Ja. So ticken die nicht, die machen das nicht. Und das fand ich ganz spannend, weil dahinter steht ein kulturelles Missverständnis. Und zwar haben die einen gedacht, das ist ja alles gesteuert, das Grundannahme. Und die anderen haben gedacht, ja nee, das passiert irgendwie aus sich heraus und dynamisch. Und dann habe ich gedacht, ja okay, wenn die Welten zwischen den Kulturverständnissen so unterschiedlich sind bei uns in der PHP-Welt, dann mache ich da nochmal einen Talk zu. Und deswegen bin ich heute hier und muss mich sehr beeilen, weil ich habe jetzt noch 50 Folien für 110 Slides. Erste Frage natürlich, wenn ich sowas höre mit Kultur, boah, agil wieder, das nervt Menschen. Wenn ich was mit Menschen zu tun haben wollte, dann wäre ich irgendwie Sozialpädagoge oder Psychologe geworden. Bin ich aber nicht, ich bin Entwickler geworden. Ja? Warum geht das ausgerechnet uns etwas an? Wer von euch kennt den alten chinesischen Fluch, mögest du in interessanten Zeiten leben? Also viele müssen ja nicht kennen, es gibt ein Buch von Terry Pratchett, das hat den Titel daher. Ja? Das ist also für uns Nerds eigentlich wichtig. Und wir haben interessante Zeiten. Diese interessanten Zeiten heißen für die In-Flight Magazine Reader digitale Transformation. Das heißt, auf einmal sind, also eigentlich hat das ja bei Jahrhunderten total gut geklappt mit diesem Planeten. Ja? Es gab so Handwerk und nachher Fabriken und das lief alles und irgendwann kam wieder China um die Ecke und haben gesagt, okay, aber wir verdrahten jetzt mal alles, wir automatisieren jetzt alles und wir machen das alles global und 24 Stunden. Ja, und jeder kann irgendwie mit allem kommunizieren. Und das passiert gerade überall. Und das ändert ganz schön viel. Es gibt ein schönes Statement von 2011 von Marc Andreessen, dem Netscape-Gründer. Sind noch alte Leute hier, die noch wissen, was Netscape ist? Damals, ja.
Fällt einem inzwischen schwer, sich daran zu erinnern, aber der ist immer noch reich von da, ja. Und ganz viel investiert. Und der hat einen bekannten Text geschrieben, 2011, Software Eats the World. Und der hat einen schönen Satz da drin. Meine eigene Theorie ist, dass wir in der Mitte einer dramatischen und breiten technologischen und ökonomischen Veränderung sind, in der Softwarefirmen bereit sind, große Teile der Wirtschaft zu übernehmen. Dann hat er nochmal 3 Jahre nachgedacht und 3 Jahre später hat er das hier gesagt. Software Eats the World. Also ich denke immer noch das, was ich 2011 dachte, aber ich habe weitergedacht. Und zwar glaube ich, dass jede Firma in Zukunft eine Software-Company wird. Und ich glaube, dass die Software-People in Zukunft jede Company steuern werden. Das kommt daher. Ja, und auf einmal haben wir den Kulturkram auch am Hacken. Wir offensichtlich diejenigen sind, die wichtig werden. Ob wir es jetzt wollen oder nicht. Jetzt kann man sagen, ja, Marc Andreessen ist ein Startup und deswegen muss er so Dinge erzählen, damit seine Startups viel Venture Capital bekommen. Schauen wir mal näher, klappt das mit dem Venture Capital? Vor 20 Jahren, das war so die Zeit, als der Marc selber aktiv war, da war die Gesamtkapitalisierung von den Top 5 Internetunternehmen 40,3 Milliarden Dollar. Heute liegt die bei 1,7 Billionen, ist das glaube ich in Deutsch, oder 1.800 Milliarden, also mehr als das Hundertfache darüber. Das sind etwa 3 Griechenlands im Bruttosozialprodukt gerechnet. Ja? Und so ein halbes Deutschland. Das heißt, dass 5 Unternehmen, die nur Internetgedöns machen, die so viel Gesamtkapitalisierung haben, wie 3 Griechenlands im Jahr erwirtschaften. Und nicht nur das ist passiert, auch die ganze Welt hat sich tatsächlich mit dieser digitalen Transformation angefangen, schneller zu drehen. 1965 war die durchschnittliche Firma, die in den Fortune 500, also in den 500 größten Unternehmen laut Forbes Magazine waren, die waren 75 Jahre mit dabei. Im Jahr 2015, also heute, sind die nur noch 13 Jahre mit dabei. Ja, das heißt, damals hat man so ein großes Unternehmen gehabt, viel Geld, war viel reich, und man konnte das einfach bleiben. Ja, und heute hört das auf. Heute kommen da andere Leute, die viel reich werden, und man selber sitzt dann immer raus. Und das merkt man auch überall im Leben, wie die digitale Transformation wirkt. Darf ich mal fragen, wer hat sich in diesem Jahr schon eine CD gekauft? Respekt, wer hat sich eine Vinylplatte gekauft? Okay, wer hat sich eine Kassette gekauft? Ihr lügt! Wer hat dieses Jahr eine Postkarte geschickt? Ihr seid ja eine Irre. Okay, seid ihr ganz sicher, dass ihr in der IT arbeitet? Okay, ich gucke mal weiter. Wer hat dieses Jahr schon Fotos in ein Fotoalbum? Und ich meine Papier. Ja, so Hardware-Devices. Wisst ihr, wie viele Bäume dafür sterben mussten? Wer hat eine Landkarte gekauft? Wer gibt einfach so über seinen Namen, wenn ich eine Frage stelle? Wer hat eine Videothek besucht? Das ist Berlin, das sind alles Retro-Hipster hier. Wer hat eine Reise in einem Reisebüro gebucht? Okay, das geht jetzt auch im Internet. Wir haben da so Seiten. Expedia, Opodos, Hulu. Schaut doch mal. Es gibt da einen Typen, der heißt Google, der hat alle Internetseiten durchgelesen und sich notiert, auf welcher Seite welches Wort steht. Und den kann man fragen und der sagt dann, auf dieser Seite steht das Wort Reisen. Wenn man das bei dem eingibt, dann sagt er einem, da kann man draufklicken und Reisen buchen. Aber immer noch die Handys. Das ist jetzt, glaube ich, relativ eine sichere Nummer. Wer hat dieses Jahr schon auf StudiVZ gekuschelt? Danke. Und wer hat was auf Yahoo gesucht? Genau, und das ist spannend, ja? Weil offensichtlich diese digitalen Transformationstools, die beiden hier unten waren, die sind auch schon wieder weg. Ja? Es bewegt sich schneller. Rocket Internet hat vor vielen Jahren gesagt, ein Start-up-Launch dauert nach 8 Wochen. Inzwischen sind die auch schneller geworden. Wo ist Alberto? Wie lange dauert das bei Project A? Kommt aufs Projekt drauf an. Sag irgendwas beeindruckend Niedriges. Ich wollte keine ehrliche Antwort. 6 Wochen? Ja, die sind noch schneller. Das wäre deine Chance zu gutem Marketing gerade gewesen. Ja, musst du dran arbeiten. Genau, und also der Aspekt ist nicht hier Rocket oder Project A. Der Aspekt ist, wenn man früher, vor 50 Jahren, eine Firma gebaut hatte, dann hat das bis zur Marktreife eines Produktes und der Firma Jahre gedauert. 1965 war eine durchschnittliche Produktentwicklungszeit noch bei 5 Jahren. Ja, und jetzt wird die komplette Firma mit allem drum und dran innerhalb von wenigen Wochen aufgestellt. Es dreht sich schneller. Und nicht nur schneller, es ist auch ein bisschen unsicherer geworden bei den Dingen, die passieren. Wir hatten vorhin die Fortune 500 Companies, die auf einmal rausputzen.
Früher war es noch so, wenn ich halt viel Geld hatte, dann habe ich das Geld einfach behalten, habe gut geplant, habe gut gewirtschaftet und dann ging das. Ja? Heute läuft man 100 Jahre lang gut und dann baut man einen kleinen Softwarefehler in seinen Motor ein, in die Abgaskontrolle und schon ändert sich die Position in dem Fortune 500. Bei den Startups ist genauso, 92% der Startups scheitern. Das ist ein Report, der ist auch relativ frisch von der Startup Genome Report von 2013. Und das Wirre dabei ist, Startups, die werden in der Entstehungsphase ihr Geschäftsmodell einmal oder zweimal ändern. Ja? Die also sagen, ja, die war doch nicht richtig, sondern ich muss mich jetzt nochmal anpassen, die kriegen viel mehr Geld als die, die sich nicht angepasst haben. Ich werde dafür belohnt, dass ich mich schnell umstelle. Also wir sind heute in den interessanten Zeiten. Das ist alles auf einmal dynamisch und komplex geworden. Und dynamisch und komplex ist ein bisschen schmerzhaft. Ich komme auch gleich darauf, warum das so ist. Als erstes nochmal als Differenzierung. Kompliziert. Kennt jemand die Unterscheidung komplex und kompliziert? Okay, erklär mal nicht. Mir ist es mal zu anstrengend. Nee, ich mach das. War jetzt für Spaß. Du kannst mich dann gleich korrigieren. Anschluss. Kompliziert sind Dinge, die kann ich mit viel Planung erschlagen. Die sind vollständig zu verstehen und ich muss sie mir nur ganz genau anschauen. Ich brauche so Experten dazu und dann weiß ich, wie die funktionieren. Komplex kann ich das nicht machen. Komplex hängt alles so ein bisschen verdrahtet aneinander und da kann ich es nicht mehr vernünftig planen. 1965, die Companies in den Fortune 500, die musste halt einfach nur vernünftig planen. Das hat funktioniert, also sind die da geblieben. Heute, 2015, können die so viel planen, wie sie wollen. Das wird nicht helfen. Und MySpace hätte vor 10 Jahren nicht einfach, jetzt planen wir mal vernünftig, machen können und nicht von Facebook abgelöst werden. Ja? Das geht heute nicht mehr. Das bewegt sich alles viel zu schnell. Und wenn man das jetzt systemtheoretisch betrachtet, dann handelt sich die Welt, in der wir heute agieren, um sogenannte komplexe adaptive Systeme. Ich versuche jetzt über den Theoriekram. Wer hat mal so theoretische Informatik gelernt? Darf man auch mal PLP-Konferenz nicht fragen? Freut mich aber trotzdem ganz viele Leute. Hat noch wer so Chaos-Theorie-Bücher gelesen damals? Aber da kommt es her, komplexe adaptive Systeme, das ist das, was tatsächlich systemtheoretisch da draußen passiert. Und Internet ist zum Beispiel ein komplexes adaptives System, Märkte und Software in der Interaktion mit dem Nutzer sind komplexe Systeme. Komplexe Systeme haben ein paar besondere Eigenschaften, im Gegensatz zu komplizierten Systemen. Sie sind zum Beispiel gemein zu unseren Gehirnen. Die machen Dinge, die will unser Gehirn nicht, da ist es nicht für gebaut. Zum Beispiel kann man komplexe Systeme nicht vollständig beschreiben. Ja? Deswegen funktionieren Pflichtenhefte auch so total gut. Und die Software sieht immer ganz genauso aus, wie man die im Pflichtenheft spezifiziert hat. Nein, komplexe Systeme kann man nicht vollständig beschreiben. Deswegen ändern sie sich, wenn man sie sich im Problemlauf näher anschaut, immer von dem, was man plante. Viele Teile in komplexen adaptiven Systemen beeinflussen viele andere Teile. Das bedeutet, dass sie nicht vorhersagbar werden, weil ich kann nicht mehr sagen, wer genau wen beeinflusst. Ich kann die ganze Strecke im Prinzip nur dann nachvollziehen, wenn ich sie mache. Sie haben ein Gedächtnis. Wenn ich nämlich in einem komplexen System etwas gemacht habe, dann ändert sich der Status irgendwo in der Mitte und dann bin ich nicht mehr auf dem Stand von vorher. Deswegen sind Dinge nicht hartverlässlich wiederholbar, weil sich irgendwas geändert hat. Deswegen gibt es so Dinge in Software, die funktionieren 20 Mal und das 21. Mal hört es einfach auf zu funktionieren. In komplizierten Systemen, wenn es 20 Mal funktioniert hat, wird es auch das 21. Mal funktionieren. Auf der anderen Seite gibt es auch andere Dinge. Gibt es Schleifen und Feedback. Und Schleifen und Feedback ist ganz spannend, weil das führt zu Schmetterlingseffekten. Kennt jemand Schmetterlingseffekte? Das ist diese Geschichte von einem Schmetterling. Das ist so ein brasilianischer Schmetterling, der mag die Europäer nicht. Ja, und denkt immer, die gehen ja mit ihrer Kulturarroganz auf den Nerv. Und deswegen macht er einen Flügelschlag genau so, dass in Europa ganz viel Unwetter kommt. Ja, und sowas passiert in komplexen Systemen. Da habe ich Verstärkerfunktionen, Dämpfungsfunktionen durch die Schleifen mit drin. Und dann beginnen Dinge sich an der ganz anderen Stelle zu ändern. Wir in Software sehen das auch über so Spaghetti-Code-Effekte. Ich ziehe an der einen Ecke und habe so Software-Mikado und an der ganz anderen Ecke fällt was herunter. Nicht nur das gibt es in der IT. In der IT gibt es auch die Unschmetterlingseffekte. Das ist, ich gebe total viel Geld aus und investiere sehr viel in Software und am Ende passiert gar nichts. Ja? Ist auch Verhalten von komplexen Systemen. Und noch eins Gemeine an komplexen Welten ist, es existieren unbekannte Unbekannte. Normale Unbekannte, das sind Dinge, von denen ich weiß, dass ich sie gar nicht weiß. Die sind nett, weil da brauche ich einfach nur zu gucken und zu fragen, und dann kann ich die beantworten. Komplizierte Welten haben Unbekannte, normale Unbekannte. Brauche ich einfach nur zu planen, weiß ich alles. In komplexen Systemen gibt es unbekannte Unbekannte, das heißt, ich weiß noch nicht mal, wonach ich fragen muss. Und das ist quasi Dunning-Kruger-Effekt für alle.
weil ich weiß noch nicht mal, was ich alles nicht weiß. Ja? Ich bin mir über meine Inkompetenz überhaupt nicht klar. Also, komplexe Systeme sind böse zu unserem Gehirn, aber auf der anderen Seite geben sie uns eine Chance. Es gibt nämlich Strategien, die funktionieren total gut in komplexen Systemen. Und das ist zum Beispiel probieren, erkennen, reagieren. Also ich mache was, ich gucke an, was passiert dann und ich mache da was damit. Kennt jemand die Deming Circle, PDCA, Plan, Do, Control, Check, Act? Also zumindest in der Praxis werden die viele kennen. Das ist so ein typischer Lerncycle, den ich mache in komplexen Welten. Und daraus entstehen emergente Praktiken. Wenn ich nämlich fünfmal etwas gemacht habe und es ist immer das grüne Licht angegangen und ich will das grüne Licht anhaben, dann mache ich es auch ein sechstes Mal, weil wahrscheinlich geht das grüne Licht an. Also funktionieren die. Ich weiß nicht, warum das grüne Licht angeht. Ich weiß aber, dass es angeht. Meistens. Bislang. Und was auch funktioniert, ist Selbstorganisation. Das heißt, Selbstorganisation ist ein Konzept, das ist, weil wir Software-Leute das immer im Agilkontext hören, ganz gut verstanden, aber es funktioniert zum Beispiel auch bei Ameisen. Ameisen sind ein selbstorganisiertes System. Jede Ameise macht für sich etwas und am Ende kommt ein Ameisenhaufen auf. Das heißt, ich mache lokal etwas nach einem bestimmten Vorgehen, nach einer bestimmten Methode und am Ende funktioniert im globalen Scope etwas, was nicht geplanerisch oder gesteuert funktioniert hätte. Es gibt ja einen Ameisenhaufen, nicht einen Chef, der ganz oben sitzt und sagt, okay, du da lang, du da lang, du da lang. Sondern die Ameisen haben so ganz einfache Algorithmen drin und tun halt das, was ihre einfachen Algorithmen sagen und in der Summe kommt ein Ameisenhaufen raus. Und die Schmetterlingseffekte, die sind auch relativ cool, weil die kann ich auch zu meinem Vorteil nutzen. Ja, in komplexen Systemen und komplexen Welten habe ich manchmal Dinge natürlich ganz wenig und es kommt ganz viel raus. Ja, man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass jemand eine total beknackte Internetplattform macht, wo man sich registrieren kann und wo man 140 Zeichen Text absenden kann, den sich alle anderen angucken können und ich werde damit total erfolgreich und drehe die Kommunikation auf diesem Planeten. Ja, sowas gibt es nur in so Softwarewelten, dass sowas wie Twitter funktioniert. Die haben ja nicht viel Arbeit reingesteckt, trotzdem funktioniert es total geil. Kommt jemand das bekannt vor, diese drei Dinge, die ich gerade beschrieben habe? Probieren, erkennen, reagieren, Selbstorganisation, Chancen erkennen und nutzen? Genau da kommen die agilen Methoden her. Agile Methoden ist nichts anderes als das Grundverhalten von komplexen Systemen auf Software gemacht. Erkennen, probieren, reagieren heißt in Agile oder Scrum oder sowas Retrospektiven oder Kanban, emergente Praktiken, ganz extreme Programming ist nur so ein Stapel von emergenten Praktiken. Ja, die haben halt probiert, funktioniert es besser, wenn ich mit zwei Leuten auf eine Tastatur starre oder auf einen Monitor starre und sie haben festgestellt, okay, die Software wird besser. Andere Leute haben gemerkt, wenn ich als erstes einen Test schreibe, obwohl ich noch gar keine Software habe, und dann die Software schreibe für diesen Test, wird meine Software besser. Ja, und die wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht mal genau warum, die haben so ein Gefühl gehabt, lass das mal probieren, aber die haben erst durch Probieren herausgefunden, das funktioniert viel besser. Und Schmetterlingseffekte passieren in dieser kontinuierlichen Adaption vom Backlog oder im Hochschieben von Dingen in Kanban, ins Hochpriorisieren, weil ich nicht am Anfang geplant habe, was da ganz wichtig ist, sondern weil ich während des Laufes herausfinde, was ist denn jetzt gerade geil. Manchmal finde ich da Sachen, die konnte ich nicht planen, aber die sind trotzdem geil. Ich mache ganz wenig Arbeit und das ist ein Feature, was mir ganz viele Kunden bringt. Und weil unsere Welt eine komplexe ist, setzen relativ viele Leute agile Methoden ein oder etwas Ähnliches. Wer setzt denn hier agile Methoden oder etwas Ähnliches ein? Ja genau, statistisch sollte das etwa das Gros sein. Einer der Anbieter von agilen Tools fragt immer seine eigenen Kunden, wie viele von denen agil sind. Überraschenderweise kommt dann mal heraus, dass es sehr viele sind. Aber selbst wenn man jemand anderes fragt, also von Hewlett Packard gibt es auch eine Studie, die sagen, 81% aller Leute setzen agil oder agil-hybride Formen bei der Softwareentwicklung ein. Und das funktioniert bei Software. Also agil ist aus Versehen Mainstream geworden. Das ist ein starker Indikator, dass wir es tatsächlich mit komplexen Welten zu tun haben. Und das Spannende ist, weil es bei uns funktioniert, kommen jetzt die ganzen anderen um die Ecke und auf einmal gibt es irgendwie so Sales-Marketing-Abteilungen, die auch agil machen wollen. Ja, weil sie sagen, hey, das funktioniert ja für komplexe Welten. Und damit zeigt sich, Dynamik und Komplexität ist nicht nur unser Problem. Was allerdings unser Problem ist, sind die Schmerzen, die agil in der Praxis macht. Wer kennt diesen Blogartikel? Kam vor 3 oder 4 Tagen raus. Ja, genau. Einer der vielen Rants über warum agil so furchtbar ist. Und ich entgegne da aber das, was Matthias Verrales auch entgegnet. Nämlich, es gibt einen Blogartikel, der hat 3 Schritte, nämlich agil ist dead oder tot, Andy Hunt hat auch so einen gemacht. Dann, jemand ist schuld, dass es tot ist und dann sage ich, eigentlich wäre es viel besser, wenn wir Folgendes machen. Und das kommt immer raus auf diese 3 Grundregeln von komplexen Systemen. Nämlich das Nachdenken, wie die Methoden eigentlich sein sollten, dass das Ganze beobachten, ein bisschen rumprobieren und selbstorganisiert machen. Also agil. Trotzdem ist es so, dass sich agil manchmal schmerzhaft anfühlt. Von den Leuten, die agil machen, bei wem hat es sich mal wirklich kurz angefühlt? So.
Also ich kann jetzt nur für mich sagen, ich habe ganz regelmäßig Momente in der Arbeit, wo ich denke, oh, bitteschön. Und das ist auch ganz normal. Da haben die Leute von Measure One auch mal gefragt, woran liegt denn, dass das Agile manchmal so beknackt ist, dass es so nervt. Und da haben sie gesagt, das eigentlich größte Ding ist, dass die Organisationskultur da nicht mit zu tun hat. Ihr merkt schon, da ist was mit Kultur jetzt drin. Das zweite ist, klar, wenn die Leute nicht trainiert sind, dann können sie es nicht so gut. Aber es ist ein Problem, das kann man lösen. Das dritte ist, die Gesamtfirma, meine ganze Organisation, die wehrt sich mit Händen und Füßen, die möchten nicht geändert werden, die möchten so bleiben, wie sie sind. Der nächste Punkt ist, es gibt schon vorher Strukturen, Methoden, Prozesse, die einfach nicht dazu passen. Dann ist das Management nicht dahinter, dann ist das Management Bedenkenträger, was Upfront Planning angeht, weil die sind nicht so gut in ihrem Gehirn und komplexen Systemen und wissen nicht, dass das mit dem Plan gut klappt. Ja? Wir Entwickler, wir wissen das, deswegen nehmen wir immer mal Pi, wenn wir Dinge geschätzt haben. Ja? Das ist für uns total klar, für Manager ist das nicht klar. Die nehmen dann nochmal zwei, wenn wir es mal Pi genommen haben, und ärgern uns dann, wenn es trotzdem nicht klappt. Häufig sind auch die Leute, mit denen ich eigentlich reden sollte, nicht zur Hand oder in einer Abteilung. Und das Management hat Angst, die Kontrolle zu verlieren. Wenn man es jetzt psychologisch anschaut, ist eigentlich die große Angst, die Kontrollillusion zu verlieren. Es sieht also so aus, als hätten wir da ein Managementproblem. Faktisch steht dahinter, der aktuelle Führungsstil, der im Unternehmen typischerweise eingesetzt wird, passt eigentlich gar nicht zu den Methoden, die wir eingeführt haben als ITler, weil wir komplexe und dynamische Welten haben. Der typische Führungsstil, der so am weitesten verbreitet ist im Moment, ist transaktionale Führung. Das erkennt man daran, dass man Mitarbeitergespräche hat. Wer von euch hat Mitarbeitergespräche? Genau. Bei wem in der Firma gibt es Jahresziele oder Quartalsziele oder sowas? Genau. Bei wem gibt es Feedbackgespräche durch Führungspersonen? Ja, genau. Bei wem gibt es irgendwelche Incentivierungssysteme, Bonussysteme oder sowas, wenn was geil erreicht wird? Ja, okay, ist schon weniger geworden. Wer kriegt eine Sanktion ausschließlich durch Feedbackgespräche und Kritik? Ja, wobei es häufig üblich, man darf Angestellte nicht mehr schlagen, wenn es Zeug gibt. Hat mir mein Anwalt und danach der Richter auch gesagt. Das ist aber nur das eine Problem. Das zweite Problem ist auch, dass die aktuelle Unternehmensstruktur, die ich habe, nicht für Komplexität gebaut wurde. Die typischen Unternehmensstrukturen, die sehen so aus, wenn man sich das heute anschaut. Das ist eine sogenannte funktionale Unternehmensstruktur. Funktional heißt, ich habe Abteilungen, die sind auf Funktionen gesplittet. Ja, ich habe eine Sales-Abteilung, eine Marketing-Abteilung, eine Product-Development-Abteilung. Wenn ich ganz schlimm Software mache, habe ich auch ein Frontend-Team, ein Backend-Team, ja, und ein Ops-Team. Als ob DevOps erst gerade eben erfunden wäre. Das Ganze geht auch auf den Herrn hier unten, Frederick Winslow Taylor, zurück. Und der hat damit mal vor vielen Jahren Firmen dazu gebracht, ganz groß und ganz schnell zu werden. Wer hat so ein Organigramm in der Firma irgendwo? Also wir haben es immer noch, kann man in der HR-Abteilung, gehört funktional, einfach nicht rausreden. Das ist heute noch häufig der Fall. Und das ist ein Problem, weil auf der einen Seite habe ich die Methoden für komplexe Dinge, diese agilen DevOps, Lean Startup-Methoden und auf der anderen Seite habe ich Strukturen und Management, die das gar nicht wollen. Was passiert dann? Das Erste, ich komme als Developer um die Ecke und sage, ja, hier, agil, wir machen Selbstorganisation. Im Unternehmen habe ich immer eine Kultur, die sagt, nee. Wir haben Manager, wir haben Teamleads, wir haben Abteilungsleiter, die organisieren für dich. Ja, ist gar nicht nötig, dass du dich selber organisierst. Was wir gemacht haben mit den Titeln und Positionen und Rollen, ist eigentlich nur Selbstorganisation erlaubt. Ja, also das ist dann tatsächlich passiert. Also klarer Widerspruch. Komplexe Systeme sagen, wir möchten gerne emergente Prozesse haben, die wir durch Feedbackloops während der Arbeit haben. Ja, die Unternehmensstruktur, die ich aber noch gehabt habe von 1965, ist eine, die sagt, nee, wir haben eine Standardprozesse, und zwar hier als Abteilung, als Funktionalabteilung. Schau einfach ins Wiki oder ins Lastenheft oder in deinen Arbeitsvertrag oder in irgendwas rein, da steht drin, wie der Standardprozess läuft. Oder frage deinen Vorgesetzten. Dann sagt Agile, das ist ein Teamsport, eigentlich zählen nur gemeinsame Ergebnisse. Ja, und in der Teamstruktur sagt aber, nee, wir müssen ja deine individuelle Leistung berücksichtigen. Also brauche ich irgendwas, um deine individuelle Leistung zu messen und deswegen kriegst du einen Bonus, wenn du deine persönlichen Ziele erreichst. Dann sagen die Methoden für Komplexität, damit die lernen können, ich brauche total viel Transparenz, ich muss eigentlich alles wissen. Und das Management und die alte Struktur sagt, nee, das reicht eigentlich, wenn die Leute über dir alles wissen oder alles messen können. Also es gibt ein Reporting, aber das Reporting gibt es nur nach oben. In komplexen Systemen macht das überhaupt gar keinen Sinn. In komplexen Systemen brauche ich ein Reporting da, wo es passiert, um die Selbstorganisation zu füttern. Ja, damit die wissen, was gerade passiert. Da brauche ich kein Reporting nach oben, weil oben sind die eh ahnungslos.
Die können nicht beurteilen, was alles immer passiert. Aber die Unternehmensstruktur und die Organisationsstruktur und die Leitungssteuerungsstruktur, die möchte das gerne anders haben. Agil ist eine Projektmanagement-Methodik, die basiert auf lernenden Systemen, also auf empirischem Management. Ich messe, was passiert und adaptiere kontinuierlich. Und auf der anderen Seite gibt es auch so eine Unternehmenstradition, die sagt, ich habe eine Strategie, ja, über ein Jahr, drei Jahre, über ein Quartal. Und ich mache das, was in der Strategie steht. So verhalten sich aber komplexe Systeme nicht. Ja, die scheren sich nicht um deine Strategie, sondern die machen das, was so komplexe Systeme machen. Die haben ganz viele Einflüsse, Feedback-Schleifen, Loops und sowas drin. Und die ändern sich. Und dann wird der Plan angepasst und dann wird der Plan nochmal angepasst und dann wird der Plan nochmal angepasst, bis man nachher etwas hat, was nur noch Strategie heißt, aber eigentlich auch kontinuierlich adaptiert wird. Was AG sagt auch, Selbstorganisation, damit es funktioniert, brauche ich die Kompetenzen, die relevant sind an einer Stelle. Und deswegen brauche ich cross-funktionale Teams. Passt aber nicht zu einer funktionalen Unternehmenstrennung. Auch da gibt es wieder Schmerzen. Und ich möchte gerne gemeinsame Ziele haben, ein gemeinsames Bild vom Gesamtmodell in komplexen Systemen, damit ich darauf optimieren kann, auch wenn ich in meiner kleinen Ameiseninsel bin. Und auch das ist in funktionalen Firmen nicht vorgesehen. Da gibt es nämlich Unternehmensziele, Bereichsziele, Abteilungsziele und das skaliert so runter. Und deswegen versucht jeder zu optimieren auf die Ziele, die er lokal hat. Das heißt, wir haben im Moment so eine Gesamtsituation bei uns in den Leuten, die mit Dynamik und Komplexität zu tun haben, wo wir zwar Methoden haben, die Komplexität und Dynamik bedienen können, was wir aber nicht haben, ist eine Struktur und eine Steuerungsmethode, die das Ganze bedient. Wie gehe ich mit solchen Widersprüchen um, wenn ich das merke in meiner täglichen Arbeit? Wer kennt von den Dingen, die ich da gerade hatte, die Widersprüche so aus seiner Praxis? Ja, ich kenne es auch. Also wir haben da total viel Schmerzen bei gehabt. Ich arbeite im agilen Rahmen der Firmenkultur. Judith nennt das immer die SWBML-Methode, so wie beim letzten Mal. Ja. Ich habe immer gelernt, wie es funktioniert, ich mache das dann halt so, wie ich gelernt habe, dass es funktioniert. Kultur, die Definition von Henry Niebeck, weil ich am liebsten noch so schön kurz ist, die Firmenkultur, das ist das Zeug, was man tut, ohne dass man weiß oder merkt, dass man es tut. Henry Niebeck ist der das Spotify-Modell bei Spotify mitgebaut hat. Also der kennt sich aus, ein guter. Wenn man es noch näher anschaut, gibt es von dem Herrn Schein eine schöne Definition. Das ist das Kulturebenen-Modell, wie so Kultur in der Firma funktioniert. Es gibt die Artefakte, ich komme gleich auf die Details nochmal drauf. Es gibt die Werte und Normen in der Firma und es gibt die Grundannahmen. Artefakte, das sind die sichtbaren Dinge. Das ist so, da passiert so DevOps und Scrum Daily und Product Backlogs und also Kram. Das sind so die sichtbaren Dinge. Ja, da passiert der Teamleiter, der Scrum Master, der Product Owner, alles Mögliche. Darunter gibt es die Werte und Normen, das sind die kollektiven Werte, die das Verhalten bestimmen. Die sind zur Hälfte transparent. Die sind zur Hälfte gelogen und zur dritten Hälfte sind die nicht transparent. Die nicht transparente Hälfte ist manchmal gelogen, weil da braucht man nicht, ist ja nicht transparent. Bei uns ist so Technikverliebtheit halt, ist so ein Klassiker. Wir Developer, wir machen gerne Over-Engineering, weil wir mal zeigen können, was wir alles drauf haben. Ist für uns ein Wert, mal ganz ehrlich, wer möchte nicht zeigen, was er geil kann? Darf man nicht so oft voraussagen, dass wir gerne mal die kompliziertere oder die interessantere oder ich habe gerade eine Blogartikellösung wählen, Blogartikel gelesen, Lösung wählen, weil uns das mehr interessiert. Und darunter sind die Grundannahmen und die Grundannahmen sind die Annahmen, die ich über die Lebensumwelt und das ganze Ding an sich in meiner Firma habe. Im Detail sehen die so aus. Ich habe in Firmen Annahmen über die Natur des Menschen. Es gibt Firmen, da sagt man, alle sind freundlich und nett, wir sind so Happy Family Firmen. Dann gibt es welche, die sagen, ja, eigentlich sind die anderen Abteilungen total feindselig und boah, es ist nicht einfach. Dann gibt es Serie X Firmen, die sagen, eigentlich würde hier überhaupt niemand auch nur einen Schritt tun, wenn die ganze Zeit über angetrieben und kontrolliert werden. Ja, das sind so Scrum Master, die immer sagen, ja, können wir nicht noch mehr Velocity, können wir nicht noch mehr reinnehmen in den nächsten Sprint, weil sie denken, ohne Druck ist da auch keine Performance. Es gibt Firmen, bei denen Serie Y, die sagen, ja, die arbeiten von selbst, ich muss die bloß tun lassen, ich muss nur aus dem Weg gehen. Es gibt Menschen, von denen man sagt, okay, der wird eh nichts dazu lernen, das gibt ein Weltbild oder ein Menschenbild, die wollen die ganze Zeit überlernen, ich muss ihnen die Möglichkeit geben. Das gleiche gilt auch für die Umwelt, ist die freundlich, übermächtig, kann ich damit umgehen. Das gilt für Beziehungen, bin ich etwa auf Augenhöhe mit meinem Vorgesetzten in Wahrheit gefühlt oder ist das eigentlich ein anderer Level und ich sollte tunlichst die Klappe halten. Es ist manchmal informell in manchen Firmen, in manchen Firmen ist es formell. Es ist total schön zu sehen, weil die Software-Leute, die neigen zum Informellen, weil sie mit anderen Problemen zu tun haben, als über Status, Rang und sowas zu machen. Und in großen Firmen hat man dann immer so Software-Jungs, die sehen so aus, als wenn die gerade aus dem Bett gekullert. Und daneben hat man die Betriebswirte mit Schips und Kragen. Ja? Wer lebt in so einer Welt?
Ich gelegentlich, wenn ich so bei Kunden hinschaue. Total schön. Also ich habe manchmal auch so unterschiedliche Kulturen in der gleichen Firma. Dann gibt es ein Gefühl für Wahrheit. Es gibt so Unternehmen, bei denen es sagen Autoritäten, wie es funktioniert. Und es gibt welche, bei denen wird demokratisch Dinge abgestimmt oder faktenbasiert oder pragmatisch. Und auch das Handeln wird von, bleibe ich hart am Prozess oder bin ich ein bisschen wirklich bestimmt. Also, da gibt es ganz viele Faktoren und die sehen in jeder Firma so ein bisschen anders verteilt aus. Hat jemand von euch die Ahnung, wo diese Kultur herkommt, wer die macht? Wer macht die Kultur? Du nickst gerade so schön. Ach, nee, schade. Hör mir dazu. Das ist vielleicht total wichtig für den Rest deines Lebens. Vielleicht auch nicht. Bis zum Ende wissen. Ja, man könnte denken, macht das Management die Kultur? Schauen wir uns das nochmal am Beispiel an. Volkswagen hat auf seine Strategie seinen folgenden Satz: Wir motivieren und qualifizieren unsere Mitarbeiter jetzt noch intensiver. Strategie 2018 ist das. Um unsere Umweltziele zu erreichen. Das ist also die offizielle Strategie von Volkswagen in puncto Umwelt. Könnte es nicht sein, dass die Strategie eigentlich folgende ist? Das heißt, dass wenn du das Kostenziel nicht stammst, kannst du deine Karriere fürs Erste vergessen. Im Zweifelsfall gehen auch kriminelle Lösungen auf. Ja? Ist das vielleicht die wahre Firmenkultur? Haben Sie vermutlich nicht auf der Webseite oder vielleicht gibt es da interne Wiki-Seite? Keine Ahnung. Aber wir sollten es nicht über den Automobilbauer lästern. Erstens, weil es auch Software-Leute waren, die das verbrochen haben. Zweitens, weil bei uns diese heimlichen Lügen auch den ganzen Tag über passieren. Klassiker in Unternehmen, die wahre Kultur. Wer lange im Office bleibt, ist wertvoller für die Firma. Ja, ich kenne Unternehmen, da sitzen die Leute 11 Stunden da und versuchen Arbeit vorzutäuschen. Ja, die kriegen keine Resultate. Also die bringen auch manchmal Resultate, das ist ein Versehen. Aber erstmal sitzen die da, um zu zeigen, ich bin total engagiert. Und das Schlimme ist, von der Deadline bleiben die sogar noch länger da, weil die Leute, die wirklich was rocken, auch länger da bleiben. So, nur aus Solidarität. Auch ein Klassiker der Wahrheit. Wer genau das macht, was der Chef sagt, wird befördert. Also, jetzt kann man sagen, ja, ist doch einleuchtend. Nee, ist nicht einleuchtend. Du solltest befördert werden, wenn du genau das machst, was das verdammte Unternehmen brauchst. Nicht, was der Chef sagt. Ja. Wer schnelle Resultate liefert, wird hoch angesehen. Kann man sagen, ist doch ein total guter Plan eigentlich. Wer keine schnellen Resultate liefert, wird schlecht angesehen. Kann man auch sagen, guter Plan. Wenn man es zusammentut, dann habe ich Technik gedeppt. Weil ich habe mir gerade selbst verboten, Dinge zu machen, die nachhaltig sind. Weil nachhaltige Dinge haben keine schnellen Resultate. Das ist der verdammte Begriff. Ja? Ich mache Dinge, die wirken erst in einem halben Jahr oder in einem ganzen Jahr. Er, da vorne, Sebastian, hätte überhaupt nichts zum Leben, wenn die Leute nicht diese Werte in Unternehmen hatten. Ja? Der verdient sein Geld damit, dass die nicht in der Lage sind, nachhaltig zu arbeiten. Weil sie Werte haben, ich brauche Resultate. Es gibt noch viele andere Dinge, so Admin-Abteilungsklassiker. Es geht schneller, wenn ich inoffiziell anfrage, als wenn ich den offiziellen Prozess benutze. Hey-Joe-Kultur. Wenn ich einen Fehler offen zugebe, werde ich als inkompetent wahrgenommen. Ja, verdammt, ich habe keine Zeit, ich muss trotzdem erzählen. Wir haben gestern mal uns im Büro tatsächlich die Fuck-Up-Night gehabt. Die Fuck-Up-Night ist der Versuch, ganz viele Leute zusammenzubringen und zu erzählen, was für schöne Fehler man hat. Weil komplexe Welten aus Fehlern lernen, Verbesserungsprozess und sowas. Meint ihr, da war einer dabei, der von eigenen Fehlern berichtet hat? Nicht einer. Die haben alle nur darüber erzählt, was die Jungs aus dem Product Development, was die Admins, was der Junior Developer, was die Kollegen aus dem anderen Team, was die Inder, was das Management für Fehler gemacht hat. Nicht einer hat einen verdammten eigenen Fehler dargelegt. Das heißt, das ist so ein ganz grundlegender Wert. Ich darf nicht erzählen. Wenn ich weiß, ich habe gerade total gescrewt, ich rede nicht drüber. Ja? Es können total viele andere daraus lernen, aber die können ja selber die gleichen Fehler machen, dann bin ich auch nicht der Einzige. Wenn ich meinen Vorgesetzten kritisiere, werde ich als Störer wahrgenommen. Das ist jetzt mal, da soll ich mal jemand anderes kritisieren und das soll ich mal jemand anderes kritisieren, wo ich auch kompetent bin, weil ich bin ja der, der mit dem umgeht, was er tut. Ja? Ich könnte ja den Vorgesetzten urteilen, weil ich bin unmittelbar in Kontakt. Trotzdem werde ich oft als Störer wahrgenommen, wenn ich das tue. Auf der anderen Seite, wenn ich mich gut darstelle, zum Vorgesetzten hin, dann steigt mein Wert im Unternehmen. Das sind so inoffizielle Grundannahmen in der Firmenkultur, die laufen. Wo kommen die her? Hat jemand vorgegeben? Nee, die hat auch vermutlich bei Volkswagen jemand explizit vorgegeben. Aber irgendwoher kommen die. Und das ist
etwas, was als Gedächtnisfunktion im Unternehmen tickt. Diese Kulturen, die entstehen, weil ich irgendwann mal gelernt habe, dass es so ist. Das heißt, irgendwann mal habe ich eine Erfahrung gemacht. Als ich etwas Bestimmtes gemacht habe, war das geil. Und mein Chef war nett zu mir. Als ich etwas Bestimmtes nicht gemacht habe oder anders gemacht habe, habe ich eine Bestrafung vom Rest des Unternehmens bekommen. Ich habe Dinge gehört, gesehen, ich habe es mit Kollegen auf dem Flur mitbekommen. Das heißt, Kultur ist etwas, was ich so als Wissen über die Zeit aufbaue. Und das ist eine Gemeinheit. Weil damit ist Kultur wie ein Schatten, das ist das Resultat. Ich kann den Schatten nicht direkt ändern. Es ist nur das Abbild von dem, was ich als Erfahrung gesammelt habe. Und das ist wichtig, weil wenn bei euch mal, hat jemand bei euch so Change-Management-Prozesse im Unternehmen oder Kulturwandelsinitiativen, ihr seid nicht alle bei Konzernen. Aber solche Dinge können gar nicht funktionieren, weil es ist nur ein Schatten. Ich kann die Kultur nicht direkt anfassen, sondern das ist nur die Sammlung aller Erfahrungen. Und ich bekomme nur dann eine andere Kultur, wenn ich eine andere Sammlung von Erfahrungen über die Jahre gemacht habe. Wenn ich feststellen will, was für eine Kultur hocke ich denn gerade, wir hatten gerade gesagt, das ist alles unbewusst so, Schein und das die Ebene, dann gibt es zum Beispiel den William E. Schneider Core Culture Questionnaire, der kommt aus dem Buch Severe Engineering Alternative. Und das ist ein Fragebogen, der ist ganz lang. Und da wird einfach mal dokumentiert, wie ist denn so eure Wahrnehmung der Unternehmenskultur bei euch. Das haben wir auch bei uns gemacht. Auch über die Jahre, um mal zu gucken, wie es passiert. Und wie jedes vernünftige Consulting-Projekt und Buch gibt es ein Vier-Quadrant-Modell. Weil wir alle wissen, im Consulting ist die komplette Welt in Vier-Quadrant-Modellen zu erklären. Und es gibt vier Kulturbeispiele. Das erste ist Zusammenarbeitskultur, eher personen- und faktenbasiert. Dann gibt es eine Anweisungskultur, auch faktenbasiert, aber organisationsgetrieben. Eine Vervollkommnungskultur, ich gehe gleich darauf, warum es zu diesem furchtbaren Wort kommt. Und eine Kompetenzkultur. Ich gehe mal ins Detail. Was machen die? Anweisungskultur. Ach ja, vielleicht eins muss ich noch dazu sagen. Bei diesem Modell ist es nicht so, dass mein Unternehmen jetzt Vervollkommnungskompetenz, Anweisungs- und Zusammenarbeitskultur getrieben ist, sondern ich habe von meinem Unternehmen Teilaspekte in den unterschiedlichen Quadranten unterschiedlich gewichtet. Kann ich herausfinden, wie es tickt. Anweisungskultur. Das sind Unternehmen, bei denen es die Führung autoritär und anweisend macht erhalten. Das sind so Unternehmen, die geben den Git-Workflow vor für die Teams. Das sind Unternehmen, die sagen, das ist das neue Tool für euch, so macht ihr das. Bei Software ist es häufig zu sehen. Management ist konservativ, arbeitet mit Richtlinien und Prozessen. Findet man auch in großen Unternehmen häufig, weil das skaliert gut. Anweisungskultur. Die Rolle des Kollegen ist, mach was dir gesagt wird, halte dich an den gesamten Prozess. Ja, sei diszipliniert, leiste. Aufgabenstellung des Spezialisten. Ich habe Leute, die sind gut in dem Ding, was sie machen, sind aber nicht generell gut. Ich habe Position und Titel und umso mehr Position und Titel habe, umso wichtiger bin ich im Unternehmen. Entscheidungen machen die Vorgesetzten im Regelfall gründlich und sicherungsgetrieben. Sie machen es halt im Kontext vom Prozess oder der Faktenlage, die sie haben. Änderungen möchte ich nicht so gerne haben. Änderungen kommen entweder von oben oder gar nicht. Ja? Die Normen in der Firma sind Ordnung, Sicherheit und Systematik. Ich versuche also verlässlich zu sein. Ach ja, das Klima ist überhaupt nicht Gemeinschaft, Kameradschaftsgeist. Das Klima ist, also militärische Infrastruktur. Also ich versuche verlässlich und verbindlich zu arbeiten. Kompetenzkultur. Das andere kommt aus einem anderen Modell, das komme ich aber gleich noch dazu. Kompetenzkultur ist etwas, das lieben wir Developer. Das ist Meritocracy zum Beispiel. Kompetenzkultur ist, wenn ich etwas geil kann und die anderen wissen, dass ich es geil kann, dann darf ich mehr machen. Die Führung läuft über Standards etablieren und Anleitung. Das sind so Firmen mit Seniors, die wichtig sind. Da richtet man sich einfach nach den Seniors, weil die Seniors sind die, die tatsächlich Kompetenz hochgespielt worden, weil sie so genau wussten, was sie tun. Das Management ist aufgabengetrieben, am Problem entlang, das sind meistens Spezialistenfirmen, analytisch und rational. Organisationsformen sind so meistens Matrixorganisationen, das heißt, ich habe eine Fachführung und eine disziplinarische Führung. Wer kommt aus der Matrix? Darf ich fragen? Gibt es in großen Unternehmen häufig, also bei uns gibt es nicht mehr, aber wir haben es auch mal probiert, waren wir nicht so gut drin. Die Rolle des Kollegen ist, ich bin ein Experte für das, was ich gerade tue. Funktionale Organisationen haben das oft, ich bin ein Spezialist. Ich habe meinen Einfluss über meine Expertise. Mögen wir ITler auch. Ja, wir denken, kennt jemand den Lake-Bobbegan-Effekt? Der Lake-Bobbegan-Effekt ist, dass 80% denken, sie wären deutlich überdurchschnittlich. Und das ist so ein bisschen problematisch. Ja, statistisch gesehen sind 50% überdurchschnittlich und 50% sind unterdurchschnittlich. Ist übrigens auch für euch ein Fakt. Ja? 50% von euch, das ist jetzt relativ hart für euch, 50% von euch sind verglichen zum Rest des Raumes unterdurchschnittlich im Bett. Die gute Nachricht für die anderen 50%, ihr seid überdurchschnittlich. In der Meritokratie ist das doof, weil der ganze Staat so ein Ranking daran, dass ich
gut bin in dem, was ich tue. Und da hängt die Macht dran. Ich arbeite analytisch, formell gut, ich bin zielgetrieben, Änderung ist durchaus willkommen, wenn es eine fachliche Änderung ist, mache ich total gerne. Die Normen sind Professionalismus und Impact und solche Dinge. Klima ist wetteifernd, es gibt meistens ein hohes Tempo. IT-Unternehmen mögen das, gerade in Silicon Valley. Dann gibt es die Zusammenarbeitskultur, das ist so ein bisschen freundlich, Kindergarten, nette Familie. Die Führung ist der Teambuilder, Coach, Trainer, Management ist kollegial, häufig gibt man auch so demokratische Prozesse. Es gibt Teams und Gruppen als Organisationsform, man schätzt Zusammenarbeit, Kooperation, Aufgabenstellung hat man Generalisten oder T-Shaped oder solche Geschichten. Und es läuft alles so ein bisschen netter und freundlicher. Die Folien sind übrigens alle noch online, ich will jetzt hier nicht alles vorlesen. Und als letztes kommen wir zur Vervollkommnungskultur. Ich hasse dieses Wort. Im Englischen heißt es Cultivation Culture, also etwas, was ich kultiviere. Und die verhält sich ein bisschen anders. Da habe ich als Führung einen Führungsstil, der soll die anderen enablen, der soll Empowerment machen, Enabling als Katalysator für die Kollegen wirken. Das Management ist personenorientiert, also eher so situatives, authentisches Management. Und fördern Organisationsform ist kreisförmiges Netzwerk, komme ich gleich noch drauf, was das heißt. Aufgabenstellungen sind meistens rollenbasiert. Das heißt, ich habe nicht eine Position, sondern ich habe Rollen und gehe in Rollen herein und bewege mich darüber. Und ich habe sowohl Generalisten als auch Spezialisten, die auch beides in einer Person. Das sind die T-Shaped Developer, die auch hier eine Rolle spielen. Der Einfluss ist über natürliche Führung oder Charisma. Das heißt, die Leute haben Einfluss, die von anderen gefragt werden. Nicht die Leute, die einen Titel, Position oder Meriten haben, sondern die Leute, die gefragt werden, die über Charisma Einfluss nehmen. Entscheidungen werden partizipativ, organisch und evolutionär getroffen, also zum Beispiel durch Ausprobieren. Nicht demokratisch, darf man nicht verwechseln, damit ist überhaupt nicht demokratisch gemeint. Lösungsansatz ist auch Änderungen oder sind auch gerne gekommen. Meistens hat man humanistische Wachstumsfehlerkultur und so weiter. Und das Klima ist lebendig, anziehend und fürsorglich. Das heißt, man versucht, das Gesamtsystem zum Fliegen zu bringen. Stellt sich die Frage, okay, wenn ich diese vier Führungsstile gesehen habe, was würdet ihr sagen, welcher Führungsstil ist der, der für komplexe Environments am besten funktioniert? Welcher Kulturstil ist denn derjenige? Hat jemand eine Idee? Vierte oder zweite. Bitte? Vierte oder zweite. Ja, nee, der vierte ist es tatsächlich. Wenn man die eigenen anschaut, sieht es etwa so aus. Zusammenarbeitskultur ist durchaus wichtig, man soll sich um die anderen kümmern. Kompetenzkultur ist wichtig, weil ich muss Leute mit Kompetenzen haben. Aber die wichtigste, größte Übereinstimmung ist eine Vervollkommnungskultur. Also da, wo Katalysator, wo Unterstützung und Gesamtziel und so weiter wirken. Und da haben wir ein Problem, weil eigentlich möchten wir gerne zu so einer Kultur kommen, die kann gut Komplexität. Und ich brauche so eine Kultur und ich brauche eine Organisationsstruktur, die nicht im Widerspruch steht, sondern das Ganze stützt. Wenn ich nämlich nur die Kultur machen würde und die Organisation stimmt nicht, dann würde ich wieder in die ganzen Dissonanzen laufen, die ich vorher hatte. Welche Organisationsstruktur wurde denn so für Komplexität gebaut? Und jetzt kommen wir tatsächlich zu den Modellen, die im Moment in den ganzen hippen Unternehmen diskutiert werden. Kennt jemand von euch Reinventing Organizations von Frederic Laloux? Okay. Wird noch wichtiger werden, wird im Moment ganz viel in Consulting-Schuppen, in jungen IT-Unternehmen und so weiter diskutiert. Und da geht es um eine Evolution, komme ich auch gleich noch mit dazu. Und die sagen, die beste Unternehmensform, die mit Komplexität zurechtkommt, ist die sogenannte Tierorganisation. Und da habe ich Selbstverwaltung anstelle von Hierarchie. Ich habe lebendige Entitäten, die sind bei Landu so ein bisschen esoterisch. Und ich bewege mich quasi im Unternehmen weiter. Und ich habe nicht so sehr eine Strategie, sondern ich arbeite auf dem, was sinnvoll ist in diesem Moment zum nächsten. Effectuation ist auch so eine Idee, die mit dahinter steht. Das sieht man manchmal in Hamburg bei Jimdo, hatten die eine ganze Weile gesagt, unsere Strategie ist das, was die Kultur ergibt. Ja. Das ist so ein Tiermodus. Ein zweites Unternehmensmodell, das so funktioniert, ist Beta Codex. Oh, das hätte ich auf dem Laptop, da ist noch total gut aus, da waren die Pixel auch noch ganz klein. Da habe ich auch eine Netzwerkstruktur, das kommt eher aus Deutschland. Der kam aus der Beyond Budgeting-Bewegung, aber das gibt es nicht nur so aus Büchern und von Consultants, sondern es gibt es auch tatsächlich real draußen. Das ist bei Valve das, was entstanden ist, als man die Kollegen gefragt hat, schreibt mal unsere Organisationsstruktur auf. Ja. Und da war einmal, der Chef sitzt ganz oben und alle darunter und einmal hat man gesagt, nee, alle sitzen da und der Chef sitzt ganz drunter. Dann gibt es auch Netzwerkmodelle und es gibt auch dynamische Netzwerkmodelle. Und es gibt auch den Einsteiger, der in die Firma reinkommt und das alles nicht versteht. Jetzt kann man sagen,
Aber können wir denn jetzt alle irgendwie so dynamische Modelle machen oder jetzt mal im Ernst? Ja, schön, dass du das erzählst, so aber im realen Leben läuft das doch alles gerade überhaupt nicht. Und so sehen die Modelle es auch gar nicht. Also Organization for Complexity, na gar nicht der Organization mehr. Frédéric Laloux, Reinventing Organization, der sagt, es gibt so Entwicklungsstufen von allen, unter anderem auch von Unternehmen. Und es gibt Unternehmen, die haben halt Matrix, also eher kompetenzgetrieben. Es gibt Unternehmen, die haben eher formelle Hierarchien. Und nachher am Ende der Reihe gibt es diese Tier-Organization, die ganz besonders gut mit Komplexität umgehen kann. Kennt jemand von euch das Agile Fluency Modell? Ha! Ich danke euch. Das ist wichtig, das ist ein gutes Modell. Auch dort ist es so, dass man nicht sagt, ihr müsst alle total agil sein, damit alles funktioniert. Sondern das Modell sagt, nein, ihr müsst finden, was bei euch funktioniert. Ja, ihr könnt auf 1 Stern, auf 2 Sterne, auf 3 Sterne, auf 4 Sterne bleiben. Und ihr müsst einfach herausfinden, was in eurem Environment funktioniert. Also die Idee ist nicht, ich muss immer auf dem Maximallevel ankommen. Die Idee ist, ich muss schauen, was funktioniert denn für mich am besten. Wie viel Komplexität und Dynamik brauche ich denn überhaupt? Was aber spannend ist, und deswegen habe ich überhaupt darüber nachgedacht, das mal hier auf der Symphony Live zu erzählen, dass wir 2 Firmen haben, nämlich uns, wie auch die Jungs von Lieb, die ganz viel Symphony machen und Symphony total geil finden, die beide sagen, ja, wir wollen aber dahin. Also offensichtlich hat das was mit unserer Branche zu tun, dass wir sagen, wir möchten gerne so netzwerkfähige Firmen haben. Ich habe noch 8 Minuten, ich habe noch 20 Slides, das kriege ich hin. Wie komme ich dahin? Reicht es zu beschließen, dass ich jetzt ein Netzwerk-Dings wäre? Was würde denn passieren, wenn Volkswagen folgende strategische Strategie 2019, morgen sind wir eine tiefe Netzwerkorganisation, die sich evolutionär entwickelt? Wird vermutlich nicht klappen. Warum klappt es nicht? Weil Kultur eine wichtige Rolle spielt und Kultur kann ich nicht so einfach ändern. Was ich aber kann, ist, ich kann soziale Prozesse stimulieren. Ich kann also Dinge ändern und gucken, funktioniert. Wie mache ich das? Und das ist jetzt tatsächlich spannend, weil ich hatte vorhin gesagt, die IT ist das, was in Zukunft die Software, die Unternehmen rulen wird. Also wir werden es sein. Ja? Also müssen wir wissen, wie sowas geht. Wenn wir jetzt die neuen Chefs von unten heraus in den Firmen sind, lass uns doch mal gucken, wie wir das machen. Wie mache ich das? Das kommt aus Change or Die, ein Buch mit einem Misnomer im Titel, oder der soll die Leute auf die falsche Fährte locken. Bei Änderungen mache ich nicht, indem ich Leute bedrohe, sondern Änderungen mache ich über 3 Schritte, nämlich Relate, Repeat und Reframe im Detail. Als erstes, wenn ich möchte, dass Leute sich anders verhalten, ist, ich baue eine vernünftige persönliche Beziehung auf. Ich arbeite mit ihnen zusammen. Und ich schaffe Beispiele. Dieses ganze Buch von Lalu und die ganzen Sachen, die ich hier zitiere, das sind Beispiele dafür. Lieb und Mayflower habe ich genannt, weil das Beispiele dafür sind. Dann erzeuge ich Gemeinschaft. Das heißt, ich habe irgendwelche Gruppen von Leuten, die zusammenarbeiten, wo man sich dazugehörig sieht. Und ich biete Beispiele, hatte ich gerade gesagt, von draußen oder von drinnen an. Das ist eine Sache, die funktioniert tatsächlich ganz genauso bei uns. Wenn so was Neues kommt, der Kollege, der schafft sich tatsächlich einfach Leute und sagt, okay, lass uns mal einen Kopf zu Thema X gründen. Repeat. Wenn ich sage, ich möchte gerne Folgendes im Unternehmen geändert haben, dann muss ich es machen. Und ich mache es so oft, bis es drin wird. Ja, eine Kulturänderung, wir hatten ja gesagt, Kultur ist ein Schatten, das ist das, was hinterher kommt, etabliert sich nur dann, wenn ich ganz viel Erfahrungswissen darüber aufgebaut habe. Also mache ich es so oft, dass es funktioniert. Dass es irgendwann natürlich wird. Danach mache ich Reframe, das heißt, ich möchte diese Änderung irgendwie im Unternehmen drin haben. Ich gebe der Sache neue Namen, neue Bilder und ich habe neue Riten. Das ist der Grund, warum Agil so viel Kram hat. Ja? Seien wir ehrlich, Agil nervt und Scrum nervt insbesondere. Kann man nicht einfach Iteration nennen, ja, und nicht Sprint. Muss man das Daily Scrum nennen und nicht morgendliches Backup. Warum machen die das? Weil sie gesagt haben, gebt dem dabei mit neuen Namen, damit sich die Leute daran gewöhnen, über die Zeit. Und das mache ich so lange, bis es wird erscheint, was ich vorher gemacht hatte, weil ich ein neues Konstrukt drum hatte. So funktioniert die Einführung von Agil zum Beispiel in Unternehmen. Wer längere Zeit sowas gemacht hat, das hat so halbwegs funktioniert, der will nicht mehr zurück zu Lasten der Pflichten. Und das käme einem obskur vor, wenn man es wieder machen wollte. Jetzt sagt man sich ja, ist ja total gut, Johann, das soll ich jetzt mit allen machen? Ja, das geht ja gar nicht. Doch, das geht schon. Und wieder in Literatur, ich mag leider Literatur, Entschuldigung dafür, deswegen zitiere ich so gerne aus Büchern. Vom Jürgen Apelow gibt es ein How to Change the World. Und eigentlich, ihr kennt das so von Märkten, Technology Adoption und so weiter. Ich brauche eigentlich nur die Innovators zu bekommen und die dafür bringen, dass andere Leute angesteckt werden, damit es weiter funktioniert. Das heißt, wenn ich hier vorne der Initiator bin
dann sage ich einfach, ein paar Leute, macht doch mal mit. Und wenn es funktioniert, dann gucken wir, dass es funktioniert. Das muss überhaupt nicht Unternehmensleitung sein, sondern das kann jeder sein. Und dann sorge ich dafür, dass alle anderen mitkommen. Wie mache ich das? Nicht über die 3R, ich mache das über die 7I, die 5I. Und wie bekomme ich auch mein Management dazu, dass sie das machen? Weil ich hatte gerade vorhin gesagt, wenn ich das Management einfach anweise, funktioniert auch nicht. Wie mache ich das? Als erstes sorge ich dafür, dass jeder weiß, was gerade scheiße läuft. Das heißt, wenn ich so Politik im Unternehmen habe, wenn ich Schmerzen habe, wenn Widersprüche zwischen den Ansagen, zwischen der Organisation, zwischen der Leitung und der Arbeit sind, ich mache die sichtbar. Und zwar wirklich so sichtbar, dass ich nicht der Jammerlappen bin, sondern dass es möglichst so empirisch faktenbasiert über Dashboard oder sowas passiert. Dass ich weiß, okay, im Moment tut es gerade weh, weil so Happiness-Metriken in Unternehmen sind ein Ding davon. Dass nicht einer der jammert, sondern das ist die Bilanz von allen. Damit mache ich gegen Kram transparent. Dann gebe ich dem, was ich neu anfangen möchte, mit meinen paar Leuten, die am Anfang, die Early Adopters sind, einen Namen. Bei uns ist es meistens so Communities of Practice. Ja, die gründen sich irgendwann, die haben im Slack-Time so ein bisschen Zeit dazu und die machen dann Dinge, die treffen sich, machen Hangouts, geben sich einen Namen und dann sagen sie, wir machen das jetzt so. Und schwupps kommen alle anderen nach, wenn die gesehen haben, dass geil ist. Da mache ich Erfolge sichtbar, das mache ich, damit ich Belohnung dafür habe. Das ist so häufig in Unternehmen, macht jemand bei euch Management 3.0 oder ähnlichen Kram? Macht das schon jemand? Da war doch irgendjemand von Kokomo auch hier, aber nicht hier bei mir. Die müssen das auch machen eigentlich, der Robert wiebt doch so Kram. Da hat man häufig so Kudo-Boards oder sowas, da wird aber dran stehen, wer hat gerade was geil gemacht. Da belohne ich gutes Verhalten. Dann sorge ich dafür, dass das Environment das auch unterstützt, sich richtig zu verhalten. Und das ist vor allen Dingen eine Managementaufgabe und vor allen Dingen ist es eine Managementaufgabe, weil die müssen es nicht tun. Ja? Das ist ganz wichtig. Die höchste Aufgabe des Managements in diesem Fall, wenn sowas passiert ist, Füße stillhalten, Klappe halten und ruhig gehen, ja? Was so Hunde auch lernen müssen. Wenn ich das habe, brauche ich noch Institutionen dafür, damit sowas auf Dauer läuft, zum Lernen. Also wenn ich sowas etabliert habe und es passiert so ein paar Mal, muss ich dafür Sorge tragen, dass es sich anpasst, weil wir sind immer noch in einer komplexen Welt. Das heißt, ich muss irgendwie gucken, dass ich lerne, wie es funktioniert. Und da brauche ich irgendwie einen Ort für, wo ich das lernen kann und wo die emergenten Praktiken entstehen. Und wie gesagt, das kann jeder von euch im Prinzip machen. Ich kann sagen, bei diesen Geschichten mit dem Wollen und sowas, das waren auch immer einzelne Leute bei uns, die haben damit angefangen. Und dann haben wir einander gesagt, ey, ist geil. Ich habe vorhin diese Timeline gemacht, da gab es halt andere Teams, die haben gesagt, ey, das war gut, ich mache das auch. So funktionieren solche Bewegungen. Also, nochmal ganz kurz zusammen, ich bin genau in Minute 59. Aber jetzt bin ich aber gleich fertig. Ich könnte natürlich so ein bisschen langsamer weitermachen. Aber ich glaube, das würde sie nerven. Aber ich halte das aus. Total lange übrigens. Also, Software eats the world, haben wir vorhin von Mark Andreessen gelernt. Every company becomes a software company and software people run every company. Wir sind die Leute, die es fixen müssen. Ja, diese Dissonanz zwischen der alten Struktur und den alten Leitungs- und Steuerungsstilen und wie es wirklich läuft, wir werden es fixen. Das passiert übrigens. Bei Facebook fixen sie es, bei Google fixen sie es, die ganzen großen Softwareunternehmen, Wahl, Netflix, Spotify, die haben es gefixt. Die haben einen Grund dafür, dass sie es gefixt haben. Das passiert bei uns. Für alle Leute, die in der Zwischenzeit bei dem Theorie-Teil weggenickt sind, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ja, es tut mir auch immer leid bei den komplexen Systemen, aber das muss man verstehen, um zu verstehen, was dahinter passiert. Also, draußen ist alles schneller auf einmal. Wie gemein. Die alten Unternehmenskonzepte, die wir haben, die Kultur, die wir haben, die ist nicht kompatibel dazu. Deswegen schmeißt es immer Fehler. Wir müssen jetzt unten an den Motor rangehen, Unit-Tester beschreiben, das Ganze reparieren, immer die Unit-Tests aktualisieren, damit die auch mit der Änderung klarkommen. Maintenance-Kosten bei Unit-Tests immer hoch, wissen wir alle. Zweitens, wenn wir in unserem Unternehmen mehr Innovation, Komplexität, Dynamik haben, wenn also irgendjemand aus dem Management vorbeikommt, aus dem Product Development, wir brauchen mehr Speed, warum ist es noch nicht geändert? Warum ist es noch nicht gefixt? Warum können wir nicht darauf reagieren? Warum dauern die Features so lange? Warum passieren da immer noch Fehler? Dann habe ich vermutlich ein Problem mit Struktur und Kultur. Man muss da ran. Und wie gesagt, hier zumindest gibt es ein paar Unternehmen, die Symfony machen, die auch das machen. Offensichtlich hängt das irgendwie zusammen und ist kompatibel. Genau, wer noch Fragen hat, kann die guten Fragen auf Twitter stellen, wenn er sich sicher ist, dass das eine gute Frage ist. Wer sich nicht so sicher ist, kann es auch gerne per Mail machen. Die Slides lade ich gleich noch hoch, da soll man die vollständige Tonspur
Mit dabei habe ich als Tonspur sonst aufgeschrieben, weil eigentlich habe ich keine Ahnung, aber ich habe da einen Volltext unten runter und den stelle ich euch dann online. Hat jemand jetzt gleich noch Fragen? Ich bin eine Minute zu spät, weil du gesagt hast, ich habe noch so viel Zeit. Er ist schuld. Hat noch jemand Fragen dazu? Ich bin auch gleich noch eine Pause da. Ja, war ja auch alles so einleuchtend und klar, ne? Gut, du hast kein Thema angesprochen oder so. Gut, nee, damit danke ich.